Servus Mädels, willkommen bei Bad Melodie. Wir schauen, ob die aktuelle Eventwoche geil oder Schrott ist. Es gibt 20% Rabatt auf zwei verschiedene Formel 1 Fahrzeuge. Auf den etwas größeren BR8. Dem PR4 Es gibt 30% den Easy Classic, welcher jetzt 189.000 oder 252.000 kostet. Den Vini Easy Sport, welcher im Rabatt 627.900 Dollar kostet. Den Brogan Itali GDB. Reduziert kostet er jetzt 832.300 und es ist ein geiles Fahrzeug. Der relativ neue Enos Jubilee, jetzt noch 866.250 bis 1.115.000. Das Bennys Fahrzeug Drouvade Nero. Nun für 1.008.000. Den auch relativ neuen Mammut Badweird Milspec für 897.750 Dollar. Satte 40% gibt es auf den Enos Steady, welcher jetzt noch 830.250 Dollar kostet. Wir bekommen sogar ein Fahrzeug gratis. Es ist der geile Vini Easy. Naja, Scherz beiseite, was sollen wir mit diesem Ding? Mag im realen Leben ein Traum von vielen Mädels sein, ein Mini-Cabrio, aber in GTA braucht das kein Mensch. Beim Glücksrad gibt es diesmal zu gewinnen den Ocelot Benedrador, welchen ich kaum auf dem Schirm hatte, aber eigentlich geil aussieht. Das Kamit Preisfahrzeug ist der Drouvade Nero für 3 Tage in Folge unter den Top 3. Es gibt 25% auf Imani Deck, also auf die Fernsteuerungseinheit oder den Lenkraketen-Störsender, wo man ja leider nur eines davon einbauen kann. Es gibt 25% auf die Bennys Modifikationen. Der LG RH8 wird zum LG Retro Custom. Außerdem das einzige Bennys Motorrad, die FCR 1000, den im Kaufpreis reduzierten Brogan Itali GDB und den ebenfalls reduzierten und im LSC gewinnbaren Drouvade Nero. Es gibt 1,5 mal Dollar und RB für Fahrzeuglieferungen. Passend dazu sind die Fahrzeuglagerhäuser reduziert. Und das um 30%. We'll be right back.
dreifach Geld und RB gibt es auf die Open Wheel Rennen, also die Formel 1 Rennen. Dreifach Geld gibt es auf The Vespucci Job, welches ja optisch und namentlich an The Italian Job angelegt ist. Eure Leibwächter bekommen doppelt RB und Geld. Es ist also keine komplett beschissene Woche, aber auch nicht so geil. Oder was meint ihr? Schaut wieder vorbei bei Bad Melody, um Infos zu GTA Online und den Autos darin zu finden.